So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild natürlich. Und wir machen heute weiter mit der Spurensuche nach Cobalium. Viridium haben wir ja in der letzten Folge noch gefangen und heute soll's Cobalium sein. Ich habe mich jetzt extra mal ein bisschen was Spurensuche übergeben und deswegen haben wir hier ein paar von uns. So, warte mal, ich nehme mal kurz das Fahrrad weg. Und ja. So, 8%. 10%, das heißt, hier müssen wieder Spuren ohne Ende sein. Hoffen wir mal, dass wir sie finden. Wir haben ein paar Mal ja schon unterwegs gefunden. Ich muss mich jetzt gerade nur mal ein bisschen orientieren. Ich glaube, da waren keine. Ich weiß noch nicht, ob wir sie heute komplett alle finden. Das kann ich euch jetzt erstmal nicht versprechen. Aber ich versuche mein Bestes. Hier blinkt wieder irgendwas. Eine Laschminze. Und eine Kraftwurzel. Ja, mich nerven auch wieder hier wilde Pokémon natürlich. Klar. Einen Supertrank. Relaxo habe ich schon gefangen. Ich gucke gerade, ob ich hier noch ein bisschen was habe. Ein Korn Wundersaat. Und übrigens, ich weiß nicht unbedingt genau, wo die Spuren sind. 12%. Da ist noch eine. 14. Gut, der Vorteil ist, dass wir jetzt hier ein bisschen Regen hier haben. Und nicht mehr Hagel, weil der Hagel... Oh, hier ist wieder einer. Oh, sehr gut. 16%. Ich check gerade mal noch ein bisschen hier hinten durch, weil ich glaube, hier hinten war... Oh, ja, nee, ist klar. Stürzt euch ein bisschen mit drei Pokémon auf mich drauf. Am besten alle mit drei Pokémon auf mich drauf. Das ist immer gut. Och, nerv mich doch jetzt nicht. So, lass mich in Ruhe. Tschüss. So, da bin ich hier ein bisschen weiter. Was ist denn? Was ist denn hier los gerade? Jetzt werden sie gerade, spawnen sie gerade komplett alle. Hört auf, ich hätte gerade noch eine Ranest hinter mir gehabt. Doch, hier ist noch eine. Habe ich doch richtig geguckt gerade auf mein Lieb. 18%, sehr gut. Wo ich jetzt ehrlich gesagt gerade genug zu tun habe, hier die Spuren zu suchen. Hier ist wieder eine. 20%, also wir haben jetzt 5. Och, Aranesto, geh mir nicht auf in Nüsse. Du bist jetzt schon das dritte Viech, das mir... Ja, komm, ich möchte gerne dagegen nicht kämpfen. So, erstmal mich in Ruhe lassen, bitte. So. Ja, ich Problem, ich habe keine... Topfschutz mehr oder sowas, dass ich jetzt mal sagen kann, ich kann mal ein bisschen zurückziehen. Ich gucke jetzt gerade gucken, ob die doch irgendwas ist. Okay, hier ist nichts weiter. Wie viel haben wir jetzt? 5, ne? Habe ich gesagt. Gerade mal hier hin, ob hier noch irgendwo irgendwas auftaucht, aufblinkt, wie auch immer. Weil ich kann vermuten, oder vermute, dass hier hinten bestimmt noch irgendwo was ist. Da ist zum Beispiel noch eine. 6. Nein, Quatsch, 11.
Hier haben wir ein Klammerband gefunden. Und hier ist noch ein Nugget, was versteckt liegt. Okay. Na, ich muss mal teilweise hier in alle Ecken reingucken. Hier könnte es theoretisch noch was geben. Oh, ernsthaft? Du bist jetzt von mir, von dem Feld da hinten gefolgt, um mal mit mir kämpfen zu müssen? Oh Mann, Aranes, du gehst mir nicht auf und löst ja jetzt gerade. Das hast du gerade wie die Pest. Dass die dann teilweise noch Kilometer weit hinterherlaufen, damit sie dann irgendwie doch noch... So, damit sie dann doch noch irgendwie gegen einen kämpfen können. So, jetzt gehe ich mal hier rüber gerade. Viel, viele Pokémon. Ja, super. Ich check gerade mal noch hier hinten durch. Jede Wette, dass hier noch irgendwo was liegt. Also auf jeden Fall erstmal ein Item. Und noch ein Item. Also das habe ich jetzt gerade überlesen und das zweite war ein Nugget. Aber keine Spuren? Keine Fußspuren von Kobalium. Oh, das ist, mich nervt es gerade so ein bisschen, dass die jetzt gerade alle gleichzeitig spawnen. Okay. Ja, Aranestro, du bist gerade extrem lästig, wenn ich ehrlich bin. Noch ein Item. Mini-Pilz. Hier blinkt noch irgendwo was, habe ich gerade gesehen. Warte mal. Hier, genau. Ein Hypertrank, okay. Und hier befindet sich noch ein Giftstich. Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht wirklich geguckt. Ach, du gibst mir echt. Du gibst mir gerade ziemlich auf Piss, ey. Also, Aranestro ist gerade sehr, sehr lästig. Das sagt mir gerade, okay, ich bleib jetzt erstmal bei dir dran. Das. Warte mal, kann ich das irgendwie fangen? Regensball? Ja, ich will. Hyperball. Heilball, Nestball. So, Netzball. Wasser- und Käfer-Pokémon. Damit muss doch irgendwie was jetzt. Weil ich habe ja Glück. Eins, zwei. Ja, natürlich nicht. Weißt du, du läufst mir hinterher, willst immer nicht, dass ich dich fange? Ja, damit du mich nochmal ärgern kannst, du Mistvieh, ey. Och, leck mich doch am Arsch, ey. Das ist so ein... Oh, das Vieh geht mir. Du gehst mir gerade ein bisschen auf den Sack. Tschüss. Hauptsache, du kannst irgendwie mein Pokémon nochmal ein bisschen... nochmal besiegen. Warte mal, Vitalkraut. Ich hab ja noch ein paar. So, lass mich jetzt einfach bitte nur in Ruhe. So. Ich möchte Spurensuche gehen. Spurensuche gehen. So rum ist es richtig. Aber hier ist nichts, ne? Hier ist mein Item. So, bin ich in Vitalkraut. Das, was wir gerade genutzt haben, um Libalo wieder zurückzuholen ins Leben. Aber scheinbar... ist hier jetzt gerade auf Anhieb nichts. Hm. Wundert mich. Das wundert mich wirklich, dass hier... Vielleicht habe ich... Hab ich das? Ein Ewigstein. Okay, Glück gehabt, dass wir noch welche hatten. Wir hatten ja bei dem ersten... Riki. Ein bisschen Dusel, dass wir... Moment. Ich muss gerade gucken, wie ich hier rauskomme. Hahaha, jetzt wohl gedacht, ne?
Kraut mit. Wofür, wer weiß, wofür es am Ende noch gut ist. Die Frage ist, können wir hier... Ich meine, wir haben die Höhlen ja noch nicht abgesucht, ne? Angeblich sollen sie ja wohl in den Höhlen auftauchen. Die Frage ist... Die Frage ist, ob wir sie schon hatten. Ja, warte mal. Ich habe einen Wasserstein gefunden, okay. Cool. Hier ist auch noch was. Nochmal ein Wasserstein. Da hinten sind doch irgendwelche Spuren, sich das oder sich das. Ja, da sind wieder neue Spuren, liebe Leute. Gut, dann 24%. 26%. Da sind doch noch Spuren drin. Sehr schön. 28. Gib ihm. Also ist Kobalium hier runtergelaufen. Ja. Und willst gerade nicht die Spuren sammeln, wenn du jetzt. Och, gib ihm. 30. 32. Da, beim Kabutops ist noch eine. 34. Jetzt gucke ich mich gerade hier nochmal um. 36. 38. Ich meine, ihr könnt mitlesen, aber ich kommentiere gerne Dinge. 40. 42. 44. Sehr schön. Die 50 machen wir auf jeden Fall. Wie haben wir denn noch? Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh. 48. 50. Oh, ernsthaft. Ach, Leute, geht mir nicht auf den Sack mit dem gleichen Scheiß im Moment. Also, Gott sei Dank haben wir jetzt keine Aranestro. Ja, die sind mir. Ich habe da 4, 5 Stück jetzt hintereinander vorhin gekriegt. 52. 54. 56. 58. Also, die kriegen sie jetzt gerade alle. Natürlich. Muss da noch irgendwo uns was auftauchen. Sammelt aber ruhig die Spuren ein. Ich möchte da auch noch mit ein bisschen drin. So. Okay. Noch einen Superball mitgenommen. Mini-Pilze. Hier sind noch 2 Spuren. Geht das bitte? 60. 62. 64. Supertrank. 66. 68. 70. Also die kriegen sie gerade alle. 72. Ja, hau doch da ab, ey. 74. 76. 78. Oh, nervt. Hau ab. 80. 82. Kriegen wir so komplett alle sogar noch in die Folge? Das wäre doch super. 86. Uns fehlen jetzt noch 7 oder so, ne? 6. 5. 4. 3. Ja, ja, wir kriegen sie komplett in eine Folge sogar. 2. 1. So, die Frage ist, ob die eine Spur jetzt da verschwindet. Tatsächlich, weil hier eigentlich noch Spuren waren. Es waren tatsächlich noch ein paar Spuren hier. Das heißt, wir machen uns jetzt erstmal auf einer Freestyle zu Sania und dann nochmal Feierabend für heute. So, Freestyle.
So, ich kann mal kurz mein Team heilen. Schön noch. So, dann haben wir das auch durch. Dann haben wir tatsächlich relativ zügig eigentlich alle Spuren zusammenbekommen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir sie jetzt alle heute komplett in einem Rutsch kriegen. Aber okay, ich nehme sie gerne so mit, wie sie sind. Und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch dann Terrakium. Na gut, aber erstmal dieses Sanier hier anquatschen. Hey, wie läuft denn die Jagd der Anhaltspunkten? Habitatbestimmen? Die Anhaltspunkte reichen auch nicht für eine Habitatsbestimmung aus. Ich kenne mir die Grundstücke und halte auch bei deren Lizenz Ausschau. Warte mal. Okay. 100% zum Eisenkern-Pokémon? Cool. Ja, und Felsenhöhlen, da hast du noch gar nichts gefunden. Aber cool, du hast das Eisenkern-Pokémon aufgetrieben. Damit sollten wir exakt bestimmen können, wo sich dieses Pokémon aufhält. Ich muss bloß die Daten in den Pokémon-Detektor eingeben und die Suche nach Lebenszeichen läuft. Und läuft. Und läuft. Aha, das habe ich gerade gesucht. Pokémon wurde ermittelt. Das Eisenkern-Pokémon befindet sich am Schollenmeer. Da, wo du gerade herkommst. Hurra, wisst ihr, sie könnte so sehr nach legendären Pokémon schon bald von der Folge gekrönt sein. Viel Glück, Yoshi. Oh, ernsthaft, jetzt muss ich da hin. Ja, ich weiß. Ich wollte jetzt wieder darüber. Ja, versuchen wir das nochmal hin. Dann gehen wir mal dahin. Ich hoffe, dass ich da jetzt den Anhieb finde. So. Mein Item. Ein Checkknochen. Okay. Das Gute ist, dass wir relativ schnell jetzt zwischen Hintereingang am Schollmeer sind. Das heißt, wir können, wenn wir Glück haben, das Pokémon auftreiben. Ich hoffe, dass wir es relativ schnell hinbekommen. Dann dürfen wir nämlich in der nächsten Folge schon wieder weitermachen. Aber ich muss gerade gucken, wo es jetzt sich befindet. Ein Reißer. Das ist falsch. Und ein Tauchball. Ja gut, liebe Leute, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter. Wenn dieses Mal Reißer mich mein Rüppel ist. Hallo. Oh, ein... Da haben wir es doch schon. Und zwar die Torpedo 3 Hydropumpe. Gut, dann würde ich sagen, wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit der Jagd nach eben jenem Kobalium.